So, mein Lieben, ich spiele mal mit dem Rheinmetall. Die Reihe ist ja auch noch sehr interessant. Malinowka, natürlich gegen Zehner, wie es das gehört. Eine neue Art auf jeder Seite. Ja, das. Okay, Jagdpanzer 100 und der Jagdjäger würden sehr wahrscheinlich dann dort stehen bleiben. Also ist das für mich Gift. Ich denke, ich fahre klugerweise besser noch rechts. Und die Wolle pushe. Oh, sorry. Boah, Jagdpanzer 0 hat ihm voll eine reingeschnümpelt. Scheißdreck. Ich bleib mal ganz kurz stehen. Das ist jetzt automatisch. Die haben jetzt schon Bedchat verloren. Hey, haben wir sehr viel Feuerkraft. Der E100 geht nach vorne. Wie es aussieht. Das heißt, ich kann hier vielleicht eine maximale Feuerunterstützung. Was haben die hier eigentlich? E100? Jo, das reicht auch mal erstmal. Mal gucken, wie sich das Ganze hier entwickelt. Noch ein bisschen Aufdecker, wäre nicht schlecht. Das Objekt guckt jetzt gleich über den Hügel drüber. Vielleicht kriegen wir doch noch was. Oh, ja, da haben wir auch was. Ja, komm. Du bist die ganze Zeit aufgeklärt. Ne, der kriege ich jetzt aber nicht mehr. So, was haben wir dann da noch stehen? Oh, der E100 von uns ist gleich hier weg. Dann heißt, die Seite hier wird wahrscheinlich dann stehen bleiben. Nee. Scheiße. Weil wir jetzt so viele Ziele hatten, bleibt jetzt irgendwie alles so ein bisschen noch stehen. Der ist hier am Hügel, da komme ich nicht dran. Kacke. Und jetzt? Wie kriege ich jetzt noch ein paar Zielerinnen? Pass mal auf, die anderen sind da oben. Die sind am Knippeln. Hier wird wahrscheinlich nichts mehr rühren. Nee. Ich fahre mal hin rüber. Aber jetzt so stehen zu bleiben und zu warten, bis was passiert, das ist. Ihr wisst so, das ist ja nicht so meins. Also hier fahre ich jetzt da hin hoch. Die haben die ziemlich weit zurückgedrängt schon. Ich denke, ich gehe mal ein bisschen offensiver noch ran. Oh, sind sie acht gleich auf dem Hügel drauf. Emil 1 setzt sich an, Bewegung der 50 B. Oh, dann kann ich auch mit nach vorne. Ja, die sind schon. Jetzt muss man eine gute Schussposition aussuchen. Immerhin 3-0, ne? Also 4 Zehner weg. 2 Zehner weg. Von 4. Mann, ich kann da einfach drüber fahren. Die sind alle gar nur noch. Kann ich mir gut vorstellen, wie das bei deinem Chat dabei aussieht.
Boah, 6-1 aber ein bisschen übel auf dieser Map hier. Der Franzi in Panzi. Ich kann da nicht so weit reich, weil ich muss da runter jetzt. Dass ich die alle immer noch einen Lauf drin kriegen. Jawohl. Boah. Ach du Scheiße, was war mit dem Schuss? Knüppelkuh, was hast du nur gemacht? Denn ihr kleinen Scouts, die Scheiße, das ist hier auf der Map. Wenn du da als erstes spotten kannst und du stehst, dass die müssen stehen bleiben, dann hast du es eigentlich geschafft. Gott, der ist im Arsch. Boah, 15-1 ist aber. Das ist uncool. 15-1 ist uncool. So, über Linkheitsabzeichen, zweiter Klasse. Dann habe ich einmal noch Brandstifter bekommen. Oh, und was ist das? Das ist, glaube ich, Wirkungsfeuer. Mehr Strukturpunkte, gut. So, wir haben 848 Erfahrung bekommen. Was habe ich nur eigentlich gemacht? Schüsse abgeben, 9, 2000 Schaden. Sonst eigentlich nichts. Wieso krieg ich schon so viel? Okay. Wir haben nämlich mit Premium 19.400 Credits und ohne Premium knapp 9.700 plus, ne? Mhm. Okay. So, mein Lieben, ich probiere noch mit meinem T71 mal noch eine Scout-Runde endlich hinzukriegen. Ich habe zwar nicht schlecht gescoutet, sage ich mal so nebenbei, aber ich hatte halt keine Manpower hinter mir, die irgendwie mal ein bisschen was weggeflackt hat. Jetzt probiere ich mal das Ganze auf der Steppe. Keine Arti. Aber relativ. Ja. Ja. Ja, könnte was gehen. Leichen wir los. ...13.75 geht Arsch nur stracks noch. Oh, was war das da? Das Finger vom Knäppchen. Gut, Shot. Ich war die ganze Zeit nicht aufgedeckt. Cool.
Ich kann auch nicht aufgedeckt. Erwischt! Scheiße! Was war denn das Dorf für ein Scheißschuss? Na, jetzt höre ich mal, wohin die Großen noch. Ja, so ist halt die Scout-Runde. Bin mal gespannt, was ich jetzt ein bisschen aufgeklärt habe. Ihr merkt, ich habe jetzt sehr wenig geredet. Ne? Das ist bei mir, wenn ich Scout spiele, echt so. Also wenn ich nicht aufnehme, sau viel labern eigentlich oder so. Aber wenn ich scoute, bin ich immer so hoch konzentriert. Da haben wir dann da gerade ein bisschen Zeug. Was ist denn das? Das macht das automatisch. Ich habe mich doch gar nicht drum. Muss ich mal gucken, was das ist. So, wir gucken mal, was wir hier rausgetan haben. 857 Erfahrung. Das finde ich schon mal ganz gut fürs Scouten. Das ist nämlich, oftmals habe ich kaum Punkte. 18 Schuss abgegeben. Gut, das interessiert jetzt beim Scouten nicht. Aber ich habe Schaden ermöglicht, 1144. Mit Premium 16.260 und ohne Premium 7.300 plus. Ja, T71 ist auf jeden Fall ein Tank, der, muss ich sagen, er macht Bock, definitiv Bock. Aber mehr gespannt bin ich auf der T69, das ist eigentlich einer der Panzer. Ihr seht, ich habe sehr viele Tanks, die ich gerne spielen würde. Aber der auf jeden Fall und vor allem sein Nachfolger und der Heavy. Werde ich alles gerne noch spielen, aber dafür müsste ich die weitaus mehr spielen. Oh, komm, ich habe 60.000. Wie viel brauche ich da noch? Oh Gott, das ist die Hälfte. Kacke. Muss ich mal gucken, wie ich das noch hinkriege. Ich kann hier noch umwandeln, ne? 18.000. Ne, oh, 83.000 könnte ich umwandeln. 2.800. Ach so. Nee. So, die Diskussion mit dem Killer Destroyer geht noch weiter. Bist du da? Komm, sag. Ey, Alter. Lecker mir, Schamarsch, du. Okay. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.